Zweite Runde heute also, Wahl der Landesregierung. Ich möchte hier noch kurz zur Vorgangsweise beginnen. Es ist ja eigentlich traurig, dass im Wahlgesetz 2017 die SVP-Spitze hier nun eine namentliche Abstimmung sowohl für den Landeshauptmann als die Landesregierung untergebracht hat, im Gegensatz zu unserer Geschäftsordnung, die bei Personen ja immer eine geheime Wahl vorgesehen hat. Es ist im Grunde genommen ein Eingeständnis der Schwäche und auch ein Eingeständnis des Misstrauens, dass man euch nicht vertraut, dass man glaubt, dass ihr bei einer offenen Abstimmung nicht ein Nein wagt, das ihr vielleicht bei einer geheimen Abstimmung wagen würdet. Man weiß, dass in der SVP nicht alle mit dieser Regierung oder auch nicht alle mit ihren Rollen zufrieden sind, aber mit einer offenen namentlichen Abstimmung werden hier heute wohl alle wieder Schäfchen spielen. Zum Programm selbst haben meine Vorredner bereits einiges gesagt, das ich durchaus teile. Eines fällt auf. Es steht sehr viel über Werte. Es liest sich über weite Strecken fast mehr wie ein Ethikkodex als ein Regierungsprogramm. Weniger steht über konkrete Maßnahmen. Und schon alleine die Tatsache, dass man es für nötig befindet, so viel über eigentlich gar nicht zur Diskussion stehende Grundwerte zu sagen, beweist ja, dass die SVP offenbar selbst ihrem neuen Alliierten nicht besonders traut. Über den Inhalt gibt es nicht so viel zu diskutieren. Jeder kann sich in diesem Programm irgendwo wiederfinden, auch wir, ohne weiteres. Bei den hochgelobten Werten aber besteht schon ein Problem, nämlich das der Glaubwürdigkeit, was hier unterschrieben wurde. Denn eine Frage fällt hier spontan ein. Wenn die Lega schon so europafreundlich ist, für ein Europa der Regionen, für einen Ausbau Europas und der gemeinsamen Währung, wieso tretet ihr dann nicht mit ihnen zu den EU-Wahlen an? Wieso mit Berlusconi und Biancofiore? Ich kann Ihnen schon sagen, warum. Weil Sie selbst nicht glauben, dass die Lega für diesen Wert steht. Weil Sie wissen, dass der meistgewählte Mann der Lega, der ja gar nicht kandidiert hat, genau das Gegenteil vorhat. Weil das bei den anstehenden Europawahlen ja ganz klar zutage treten wird. Und weil ihr euch schämt, in Europa mit der Lega in Verbindung gebracht zu werden. Das brauchen auch gar nicht wir von der Opposition aus zu sagen, das sagt die SVP ja selber. Ich lese hier vor, Zitat Karl Zeller, auf Italienisch: Ma ci pensate, io compace e Achammer, che ci presentiamo alla Hofburg a Vienna e diciamo, caro Cancelliere, ci siamo alleati con la Lega e magari con la Le Pen. Und so kommt es hier zu einem ganz kuriosen Resultat. Dass ihr holt euch als Partner für Südtirol die Feinde Europas und als Partner für die Europawahlen die Feinde unserer Südtiroler Autonomie rund um Berlusconi und Biancofiore. Und weil wir gerade beim Thema Autonomie sind, der ambitionierte Ausbau der Autonomie, den euer Regierungsprogramm ansteht, den wir mittragen auf jeden Fall, ist Gelegenheit für die Lega zu beweisen, dass sie weiterhin eine föderalistische Partei geblieben ist, doch trotz des neuen souveränistischen Anstrichs. Ich hoffe und ich wünsche es mir und man wird es hier in den Fakten dann sehen. Ein paar Dinge aber gehen mir beim Thema Autonomie ab. Eines ist der Regierungskommissär, ein altes SVP-Anliegen, die Abschaffung desselben nach Vorbild Auster. Von dem kein Wort. Ich weiß nicht, ob es dem Rotstift Roms zu Opfer wurde oder ob ihr es ganz einfach nicht hinein ins Programm wolltet. Eine weitere Frage, was ist denn mit dem Autonomiekonvent? Dort wurde ja lautstark der Abbau der Region zu einer reinen Koordinierungsplattform ohne legislative Zuständigkeiten gefordert, bis sogar hin zu deren Abschaffung. Die Worte von Fugatti und Bacher im Regionalrat lassen auf etwas anderes schließen. Der Ausbau der Autonomie, der hier gefordert wird, wie gesagt, kann unterstützt werden, hat aber mit dem Autonomiekonvent selbst nichts zu tun. Was also? Passt er nicht ins Programm der Lega oder war er einfach nur eine Marketingaktion, die jetzt nicht mehr benötigt wird? Interessant ist es auch, das zu analysieren, was nur so ansatzweise, andeutungsweise drinnen steht. Wir lesen so von einer Sperrklausel, Überprüfung der Anpassung des Gemeindewahlgesetzes mit einer Sperrklausel für die großen Gemeinden über 15.000 Einwohnern. Soweit auch durchaus sinnvoll, würde ich sagen. Was aber nicht steht, ist, ob er die gleiche Überlegung auch mit dem Landeswahlgesetz macht. Ich würde fast wetten, dass ihr auch dort über eine Sperrklausel nachdenkt. Das wäre ideal, um verlorenen Konsens mit einem Wahlgesetz wieder wettzumachen. Und das könnte diesmal ja auch klappen, weil ja der Ladinerpassus im Wahlgesetz von 2017 die ladinische Minderheit durchaus absichert.
Auch über das könnte man reden, aber was, wenn ihr das Wahlgesetz ändern wollt, dann sollte das, genau das, sollte in einem Regierungsprogramm drinnen stehen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass ihr es nicht machen werdet. Wenn ihr schon das Wahlgesetz ändern wollt, dann könntet ihr ja die geheime Wahl von Landeshauptmann und Landesregierung wieder einführen, das wäre allemal sinnvoller. Viel wahrscheinlicher ist es aber auch, dass ihr hier über eine Rückkehr der Parteienfinanzierung nachdenkt, auch davon kein Wort. Auch da, wenn man es vorhat, sollte man es sagen. Es ist ein Thema, über das wir diskutieren könnten und sollten, aber man sollte es auch sagen. Worum ich auch darauf wette, ja, die SVP hat gerade bei der 2-Promille-Regelung fast die Hälfte der Unterstützer verloren und euer Finanzchef Dorfmann hat ziemlich offen darüber spekuliert, dass man über eine Landesparteienfinanzierung reden sollte. Auch da, denke ich, könnt ihr euch auf Partner Lega verlassen. Die denken ja nicht in 190.000 Euro Kategorien, sondern in 49 Millionen Euro Kategorien. Man liest auch von einer Regelung, ich übersetze das mit Erhöhung, der Bezüge der Mandatarien der Bezirksgemeinschaften. Es steht aber nicht, was ihr mit den Bezügen und den Pensionen der Mandatare und der Bürgermeister machen wollt. Und auch hier kann ich mir vorstellen, das wird wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode ein Thema werden. Und ein Thema, über das es sich zu diskutieren lohnt. Aber keine Spur davon im Programm. Wie gesagt, über einige dieser Dinge sind wir bereit, durchaus zu reden, konstruktiv beizutragen. Es gehört ja aber in ein Regierungskommen, wenn man es vorhat, zu tun. Wir werden Sie hier im Landtag daran erinnern, wenn es soweit ist. Zur Landesregierung selber. Die Parteileitung hat den Vorschlag dieser Zusammensetzung größtenteils kommentarlos mit einer Riesenmehrheit verabschiedet. Ich denke, es hätte aber doch einigen Diskussionsbedarf gegeben, aber offensichtlich hat man sich in der Partei nicht so recht getraut. Ich spreche hier an das Thema Daniel Alfreider, den ich persönlich sehr mag, aber es ist schon zu klären, ob es nicht besser gewesen wäre, die Frage der Hüttenverschiebungen vorab zu klären. Als Landesrat für Mobilität hat er genug zu tun. Er erbt eine katastrophale Ausschreibung des öffentlichen Personennahverkehrs und einen ziemlich unangenehmen Parteikollegen, der ihm hier Paroli bieten wird. Als Landesrat für Mobilität hat er gute Voraussetzungen, zumindest bei der Mobilität der Kubatur kennt er sich aus. Auch bei der Raumordnung hätte er offenbar profunde Kenntnisse gehabt. Dieses aber geht an Kollegin Kunzer, die ich persönlich sehr schätze. Aber dass der Raumordnung, Landschaftsschutz und Denkmalschutz nun bei der Kandidatin des Bauernbundes angesiedelt sind, ist doch von der Oppositionsseite aus zumindest sehr kritisch zu beäugen. Sie haben es nicht leicht haben, Sie werden kontinuierlich mit dem Vorwurf konfrontiert werden, dass hier der Direktor des Bauernbundes die Vorlagen liefert. Dessen Handschrift, er hat ja auch den Landwirtschaftsausschuss geleitet, im Regierungsprogramm ja unverkennbar ist, viel mehr als jene der Lega. Sie haben auch ein gemachtes, meines Erachtens schlechtes Gesetz, werden im Landtag wenig Spielraum haben, dafür aber umso mehr mit den zahlreichen Durchführungsbestimmungen und Richtlinien, die sie erlassen werden müssen. Der Landeshauptmann nimmt sich Gemeinden und Sport und damit dürfte seine Absicht 2023 noch einmal zu kandidieren ja kaum mehr in Zweifel stehen. Landesrat Schuler verliert die Gemeinden, bekommt den Tourismus samt einer verkorksten Reform und wird auch Vize. Darüber ist genug spekuliert worden, aber ich denke, dass die Kluft zwischen Landeshauptmann und Parteiobmann sich hier nicht wegleugnen lässt, völlig. Philipp Achammer selbst bekommt zu seinen Agenten, die er schon hatte, noch die Arbeit und die Wirtschaft. Und das ist dann wohl ein Monsterassessorat. Da wird weniger Zeit für Homestories bleiben. Da, glaube ich, sind Sie gut bedient mit diesen Agenten. Soziales und Sanität werden künftig getrennt verwaltet. Das hat Vor- und Nachteile. Und es fällt auf, dass beide Lega Landesräte zusammen recht wenig bekommen haben. Weniger als sein Tomasini früher alleine. Das Wobi geht den Italienern verloren. Und die Vizepräsidentschaft kann das auch nicht wettmachen, im Gegenteil. Was interessant ist, ist die Ansiedlung von Umwelt und Energie bei der Lega. Und hier mit römischem Lega-Segen könnte es ja sein, dass vielleicht ein paar Zuständigkeiten nach Südtirol fließen. Zum Abschluss noch. Die Demokratie leidet heute hier in ganz Europa eigentlich unter zwei Tendenzen. Erstens der Vormarsch jener, die nach der Macht streben, indem sie mit den Ängsten der Leute spielen. Und andererseits der Rückzug ganzer Bevölkerungsschichten aus der Politik, weil sie die Partizipation als Teilnahme empfinden, da ihnen vorkommt, dass ihre Stimme sowieso nicht gehört wird. Daraus resultiert die schwache Wahlbeteiligung und die immer schwerere Suche nach politischem brauchbarem Personal, die wir, glaube ich, hier alle kennen in diesem Landtag.
Und während du aber, SVP, das Spiel der Ersten mitspielst, der Rechtspopulisten, möchten wir hier versuchen, dem zweiten Aspekt gegenzusteuern. Der Rechtspopulismus ist dabei sicher nicht die Ursache, es ist eher der Effekt, die Folge dieser Entwicklung. Wir hingegen hier in Südtirol sollten die Vielfalt unserer Gesellschaft stärken, denn das ist das beste Gegenmittel gegen jene, die das Volk vertreten möchten, als ob es eine homogene Gemeinschaft wäre. Wir werden uns bei diesen Themen nicht zurückziehen. Wir werden versuchen, soweit es geht, die Menschen wieder mitzunehmen, ohne Feindbilder zu generieren, in der Überzeugung, dass die Menschen bereit sind, Politik gemeinsam mitzustalten, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt und das Gefühl gibt, auch gehört zu werden. Wir werden euch in den nächsten 5 Jahren hier aus der Opposition heraus Paroli bieten. Wir werden in den Kernthemen Sanität, Verkehr, Lebenskosten und gerechtere Verteilung der Einkommen unsere Vorschläge mit Nachdruck einbringen, im Sinne einer Sachpolitik, die Sie bereits angesprochen haben. Wir werden hier sein, sollte diese Regierungsallianz im Laufe der Legislatur beginnen, sich an internen Streitigkeiten zu destabilisieren. Wir werden hier sein, wenn es um Europa geht, nicht nur bei den anstehenden Wahlen, auch bei den nächsten Gemeindewahlen in Bozen, Meran und im ganzen Land. Ich gehe davon aus und ich hoffe, dass es das letzte Mal ist, dass es hier eine Zweier-Regierungskoalition mit dem angenehmsten italienischen Partner gibt. Bis es so weit ist, werden wir hier im Landtag unsere Kontrollfunktion ausüben, mit Nachdruck. Denn eines ist sicher, es gilt hier nicht das Wort, sondern es gelten die Taten und an denen werden wir euch messen. Gute Arbeit im Sinne Südtirols wünschen wir euch, trotz unserer Gegenstimme auf jeden Fall.